Herzlich willkommen bei einer neuen Folge Planet Zoo hier beim Metalizer. Wir kümmern uns um unsere Rappenantilopen und die Böcke und so langsam bereiten wir uns auch auf die Nilwarane vor. Die kommen nämlich auch bald in unseren Zoo. Viel Spaß, euer Metalizer. Ist auch noch einer. Ich glaube, einer sollte erstmal reichen. Verlegen ins Gehege Nummer 4. Und das Gehege Nummer 4 können wir mal umbenennen. Und zwar sind das die Rappen und springende Böcke. Die laufen halt hier fleißig über das Dach, was ich ganz cool finde. Das haben wir in einer letzten Folge haben wir es ja gebaut gehabt und haben uns gewundert, warum die Tiere da draufstehen. Aber die laufen da wirklich hoch und haben Spaß. Weil hier sonst ein bisschen gefightet wird. Was aber auch cool gemacht ist, also dass hier sich wirklich auch so ein bisschen dieses Platzhirsch-Revierverhalten und so zeigen. Das ist schon echt nice. Fällt mir schon sehr, sehr gut. Und auch hier, dass zum Beispiel die Tapire hier, dass sie nur Stress leiden, wenn die halt von zu vielen Leuten zum Beispiel beobachtet werden, dass die halt einen Rückzugsort brauchen. Wobei ich mich gerade frage, wo ist denn der Rest von den Papieren eigentlich? Der Kleine kann doch nicht hier nicht alleine sein, oder? Moment. Der Rest von den vom Tapirverein. Oh, uns fehlt ein Tapir-Männchen. Ich glaube, das ist... Könnte sein, dass das Tapir-Männchen draufgegangen ist? Ups. Vielleicht holen wir uns auch mal einen männlichen Tapir ins Gehege hier rein. Wir gucken gleich mal mit der Nährforschung, schauen wir gleich. Männchen. So, verlegen hier ins Gehege rein. Gut. So, mit der Nährforschung ist abgeschlossen. Schauen wir mal, was wir da Schönes haben. Für die Springböcke haben wir zwei Gegenstände entdeckt. Das war jetzt einmal Wissensbonus und 30% Paarungsbonus bzw. Wissensfakt. Gucken wir mal irgendwie die Zoopedia rein. Springböcke benötigen kein Wasser. Sie nehmen sämtliche benötigte Flüssigkeit über die Nahrung auf. Okay, nice. Und Springböcke können sich das gesamte Jahr über paaren. Am häufigsten tun sie das während der Regenzeit. Sie mögen es also gerne draußen und im Nassen. Alles klar. Warum verletzte Tiere? Ach, die Mandrill, die kappeln sich gerade. Warum kappeln die sich? Wahrscheinlich ein bisschen so ein kleiner Machtkampf hier. Bei denen. Der kriegt aber die Pille erstmal, weil das ist nicht so ein guter. So, warum leiden die unter niedrigen Verhalten. Stress. Ah, die Tiere haben Stress, alles da. Weil die ja eigentlich einen Rückzugsort hier haben sollten. Also wo sie sich zurückziehen können. Oh, die Rappenantilope hat Nachwuchs zur Welt gebracht. Hier ist deine Rappenbaby. Nice, guckt euch das mal an. War die Größe nicht perfekt, aber der Rest, alles im grünen Bereich. Cool. Mäh. Da hinten haben wir noch eins, ne? Ist auch noch ein kleines Baby. Wobei, nee. Die ist ja schon ausgewachsen und stirbt bald, okay. Die sah so klein aus. Hier schläft noch eine. Aber hier schläft Jonas, steht hier. Der ist ausgewachsen. Gerade, der ist noch gar nicht so lange. Aber da würde ich fast mal. Die haben immer noch nicht genug in der Gruppe. Also, ja. Ah, das stimmt, das waren 9 bis 90. Stimmt, richtig. Die können mit bis zu 90 anderen in einem Gehege irgendwie untergebracht werden. Also bis zu 90 anderen Springböcken. Das ist halt echt krass. Also hier kann man halt wirklich großes Gehege bauen. Und haben wir ja auch gemacht. Wir haben ja extra nochmal das ganze Gelände hier erweitert, damit die genug Platz haben.
Ah ja, das ist schon mal echt ganz gut. So, hier müssen wir wieder anschmeißen, die Forschung. Die Windkraftanlage als erstes. Und, guck mal, wird hier... Oh, wird hier geplanscht? Hier geplanscht? Schade. Ach, die würden jetzt hier ins Wasser reinspringen. Endstabilen Rückzugsort? Das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht so. Eigentlich haben die ziemlich viele Rückzugsorte. Aber Tapire sind, glaube ich, sehr, sehr schwer zu halten. Stelle ich gerade auch fest. So, bei den Faunen ist, ja, da ist halt, da ist echt viel los. Gucken wir mal. Der hier wird erstmal wegverfrachtet. Bronze, ja, die können wir auch wegverfrachten. Den auch. Den nicht, den behalten wir für die Zucht. Hier, 5,2, ja. Gut. Das hat jetzt die Population. Hilft, passt immer noch. Ich würde ihn auch mal wegverfrachten. Dann soll das passen. Versuchen wir zu verkaufen auf jeden Fall. Bei die beiden hier vielleicht. Ne, nicht 620, oh Gott. Kauft doch keine. So. Komm, ich pack mal das weg. Freilassen. Oh, eins hier ist krank und kann nicht. Oder wurden die jetzt doch wegverfrachtet? Oder wurden die gerade weggekauft? Man weiß. Aber zumindest haben wir da ein bisschen Arterheilungspunkte bekommen. Und ich würde sagen, wir starten mal eine kleine Marketingkampagne, weil können wir uns eigentlich leisten jetzt. Finanzen, Marketing und dann machen wir mal Werbung in der Late-Night-Show. Und die Kampagne läuft jetzt auch. Und dann kriegen wir ein bisschen mehr Besucher rein, zumindest in der Theorie. Und dann mal schauen, was wir hier uns wieder als nächstes holen. Ingenieurforschung läuft noch, Technikerforschung läuft auch noch. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut. Ah, und hier liegt noch ein bisschen Müll. Das heißt, wir sollten uns hier auch nochmal, wir sollten hier ein paar Mülleimer aufstellen, sehe ich gerade. Damit die Leute ihren Scheiß auch wegschmeißen können. Hier auf der Ecke kommt auch nochmal einer hin. Hier oben auch. Hier ein. Und dort auch nochmal ein. Wird ja in der Forschung abgeschlossen. Sehr gut. Die Springbürger sind fertig. Sehr nice. Wir hatten jetzt nochmal einen weiteren Fakt bekommen und plus 50% Wissensvermittlung an den Tafeln. Es gibt Springböcke mit schwarzem oder weißem Fell. Diese Varianten sind aber sehr selten und bei Trophäenjägern daher sehr begehrt. Oh Gott, vielleicht kriegen wir nochmal ein weißes, dann ein schwarzes. Damit wir die Ader halten können. Und was ist mit Tosi los? Warum geht es denen nicht so gut? Der Stress, oder? Stress, okay. Die können sich doch zurückziehen, die Tiere. Ich verstehe es halt nicht. Und hier, Sozialverhalten auch. Ja, auch Stress. Wie viele viele Besucher da sind. Kann natürlich ein Grund sein. Haben wir einen Sicherheitsdienst eigentlich? Weil vielleicht klopfen die Leute gegen die Scheiben oder sind zu laut oder keine Ahnung. Vielleicht sollten wir mal ein Schild aufstellen mit Einrichtungen. Warnschild nicht stören, genau. Das stellen wir hier bei den Tapiren auf.
So. Oh, wir haben Mandelnachwuchs. Machen wir hier vielleicht auch mal bitte. Einmal bitte nicht stören. Hier auch. Vielleicht bringt das Schild ja was. Mal gucken, also. Hier bitte nicht füttern. Nee, das ist aber eigentlich nicht stören. Nee. Okay, das ist vielleicht noch ein Bug aus der Beta. Eigentlich sollen die Leute hier ruhig sein und nicht so laut. Aktivisten sind in meinem Zoo angekommen? Warum? Ach, Tosi, okay, ja. Tosi geht's auch bald wieder gut, keine Sorge. Gucken wir über den Nachtigungsverlauf. Mandrillennachwuchs. Wo ist denn der? Ja, unser kleiner Babymandrill. Hier ist eins. 3,3, nee, der ist es nicht. Immer noch ein Jungtier, ein Jahr alt, das ist es auch nicht. Ach, fällt mir gerade ein. Moment, wir wollten ja gucken. Wir schauen uns das Baby nachher nochmal an. Bei den Einrichtungen bzw. im Gehege selber. Für die Art, und zwar brauchen wir den Springbock hier. Springbock. Haben wir da noch irgendwas? Ich glaube, wir haben ja alles eingesetzt, was die, dem sie spielen können. Sehr gut. Pumba hat natürlich auch die beste Bewertung. Wer hätte es gedacht, das war der erste Springbock, den wir auch hier ins Gehege reingeholt haben. Wir haben ja gelernt, dass mit dem Alter verändert sich die Fellfarbe auch ein bisschen. Wird dann dunkler. Je älter sie werden, desto dunkler wird die Farbe, also die Fellfarbe. Ist fast ins Schwarze rein. Ja, auch, wobei der irgendwie ein bisschen verletzt aussieht, ne? Aber er ist nicht verletzt. Gut. Dann gucken wir mal, was wir uns so Schönes an Tieren kaufen. Im Tierhandel. Ah, wir haben wieder einen schwangeren Springbock. Auch gut. Sehr gut, sehr gut. Die Kaffernbüffel reizen mich natürlich, aber die sind halt ultra teuer. Gerade die Männchen kosten halt echt viel. Können wir filtern nach Kaffernbüffel. Ja, wir sehen halt hier, die sind halt richtig teuer. Ich verstehe halt nicht, warum. Das begreife ich nicht. Aber wenn man erstmal Kaffernbüffel hat, dann, ja, dann kann man damit echt ganz gut handeln. Und wir sehen aber im Bargeldverzeichnis nichts. Nicht ein einziger Kaffernbüffel im Bargeldverzeichnis. Gucken, was wir für Bargeld kriegen können. So Nilwaran hier. Das ist ein Männchen. Nehmen wir mal auf. Holen wir uns jetzt Nilwarane. Wo haben wir sie? Nilwaran da. Das Männchen haben wir schon. Wir brauchen jetzt noch ein Weibchen. Einen weiblichen Nilwaran. So, hier für 31 oder für 100. 10,7 ist halt schon alt. Für 100, ja komm, den nehmen wir auf. Oh, hier ist noch ein goldener für 90, den nehmen wir auch nochmal auf. Sehr gut. Gut, dann haben wir jetzt einen männlichen Nilwaran und zwei weibliche. Wir müssen jetzt mal gucken, was die denn überhaupt so brauchen. Ich glaube, die brauchen wahrscheinlich kein hohes Gehege. Denke ich mal zumindest. Wir gucken mal in die Zoopedia rein. Wo haben wir den Nilwaran? Nilwaran. So. Schauen wir mal. Artendaten. 1 bis 3. Also ein Männchen, zwei Weibchen, das passt. Haben wir schon mal. Das ist schon mal gut. Haben wir schon mal richtig gehandelt. Interaktion mit anderen. Nee, warte mal. Irgendwo stand hier nämlich, ob die Besucher ins Gehege rein können. Nee, Gäste können in den Weg getreten. Nein. Ich würde aber gerne wissen, wie groß das Gehege sein müsste dafür. 300 Quadratmeter. 300, okay. Gut. Dann würde ich sagen, bauen wir das mal hier hin. In diesem Bereich hier kommen die Nilwarane dann rein.
So langsam nimmt unser Zoo Fahrt auf, das ist auch gut so. Die Nilwerane ziehen ein, in der nächsten Folge bauen wir das Gehege und ja, vielen Dank fürs Einschalten, Zuschauen. Euer Metalizer. Und wenn euch das Video gefällt, lasst gerne ein Like da, einen Daumen nach oben, Daumen nach unten, wenn es euch nicht gefällt und schreibt gerne was in die Kommentare. Bis dann, euer Metalizer.